Geil, Mann! Oskar! Schweinsack! Das bin ich! Reingegangen! Das war schon immer mein riesiger Traum. Was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr seid gut drauf, euch geht's gut und alles ist stabil. Wir sind heute mal wieder bei dem Liegen Nico Lifestyle unterwegs. Ihr könnt es kaum glauben. Nico hat mir geantwortet. So müssen wir schon mal anfangen überhaupt. Ich habe mit Nico Kommunikation am Start. Ich habe Nico eine Sprachnotiz geschickt und er hat mir geantwortet. Ich sag jetzt nicht wieso, weshalb, warum, aber er hat mir geantwortet. Auf dem Level sind wir, Mann. Da habe ich alles gesehen. Nico hat ein Video hochgeladen und zwar sein persönlichstes Video. Man sieht schon auf dem Thumbnail, okay, das Thumbnail sehen wir jetzt nicht, man sieht auf dem Thumbnail halt, dass es sich um seine Zahnlücke dreht und ich glaube, das ist manchen sogar schon aufgefallen, dass die Zahnlücke, glaube ich, weg ist oder was auch immer. Ich bin mal gespannt, wir gucken mal rein und mal gucken, was er dazu sagen hat. Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr wisst Bescheid, wenn der Nico ein Ansteckmikrofon am Start hat, dann wird es ernst. Normalerweise haue ich solche Videos hier nicht raus, aber mir liegt mal wieder was am Herzen, worüber ich mit euch sprechen möchte. Wundert euch nicht, falls ich ab und zu auf mein Handy schaue. Nico hat auf jeden Fall diätmäßig gut durchgezogen, so Form ist echt stabil. Habe mir ein Skript geschrieben, damit ich hier nicht durcheinander komme und alles Schritt für Schritt abarbeite, was ich ansprechen möchte. Ihr merkt, mich belastet mal wieder was. In der letzten Zeit... Also das letzte Mal, als wir so ein Video gesehen haben von ihm, war, das verkündet hat mit seiner Freundin, dass seine Freundin sich von ihm getrennt hat. Ist euch höchstwahrscheinlich was an mir aufgefallen, falls nicht. Ich habe mir meine Zahnlücke entfernen lassen, die ich mein ganzes Leben lang hatte. Für mich persönlich ist es nicht einfach nur eine Zahnlücke gewesen, sondern ich verbinde mit ihr relativ viel. Sie war ein Markenzeichen. Eins weiß ich auf jeden Fall, ich habe das Video selber noch nicht gesehen. Ich habe nur am Ende mitbekommen, weil Sophia das angeklickt hatte und ich habe gehört, dass er am Ende wohl recht emotional, glaube ich, wird. Ich bin mir sicher, ohne sie wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Sie hat einiges zu meinem Erfolg beigetragen. Kleines Beispiel, mein erster kleiner Hype ist durch das Video entstanden, wo ich mich einen ganzen Tag lang wieder Liebe Tanzverbot ernährt habe. Durch mein Auftreten und meiner Zahnlücke, die Tanzis geähnelt hat, habe ich sowohl bei Tanzi, der auf das Video reagiert hat. Ehrenmann, er hat auch eine Zahnlücke. Die sticht voll ins Auge, oder? Als auch bei einigen seiner Zuschauer Sympathiepunkte sammeln können, wodurch mein Kanal immer mehr gewachsen ist. Wo ich wirklich dankbar für bin, vom Herzen. Aber für mich hat diese Zahnlücke nicht nur Vorteile gehabt. Man kann im Leben nicht jedem Menschen gefallen. Für manche Menschen ist es nur eine Zahnlücke. Für Nico Lifestyle ist es der Erfolg seines Kanals. Das ist auch richtig so, sonst wäre man, ja, ein Unmensch. Dementsprechend gab es dahin... Oh, mit dem Wort muss man aufpassen. Ich wusste das auch nicht, aber das Wort, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann jetzt, was er gerade gesagt hat, das kommt aus dem NS-Regime und das haben die wohl damals gesagt und deswegen sollte man das, glaube ich, mir nicht mehr sagen oder so. Und auch Gegenwind, welcher teilweise sehr verletzend für mich war und wo ich teilweise innerlich dran kaputt gegangen bin. Was man natürlich nicht gemerkt hat, ich bin eben ein Mensch, der sehr viel in sich reinfrisst und so selbst mit sich ausmacht. Man sagt ja, sinnlose, beleidigende Kommentare soll man sich nicht zum Herzen nehmen. So einfach ist das aber nicht, wenn man fast täglich Nachrichten, Kommentare bekommt, wie hässlich eigentlich seine Zahnlücke sei. Die schlimmsten Kommentare, die dich mies getroffen haben. Du asoziales Stück, lass dir mal die Fresse richten. Was soll ich dazu sagen? Es sind einfach nur Unmenschen, die sowas schreiben. Wie kann man mit so einem Menschen zusammen sein? Seine Zähne einfach nur schrecklich. Wie soll man sich da als Mensch fühlen? Wie der letzte räudige Hund. Zudem habe ich auch immer mehr im echten Leben gemerkt, dass ich irgendwie anders behandelt werde als andere. Schau mal, das ist das Ding. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Ex-Freundin von Boateng, die sich das Leben genommen hat. Weil sie, glaube ich, auch im Internet gemobbt wurde und sowas. Auch Leute, die vor der Kamera stehen, sind auch nur Menschen und so. Und ja, man sagt immer, es gehört so dazu, wenn du in der Öffentlichkeit bist, dann musst du auch mit dem und dem klarkommen und so weiter und so fort. Aber zum Beispiel die eine Sache ist Kritik, die andere Sache ist sowas so Verletzendes. Und viele Leute haben vielleicht so körperlich... so ich schon mit sich zu sägen. Sophia zum Beispiel, die hat mal ab und zu auch irgendwie einfach so kommt mit random Nachrichten bekommen, ey, du hast viel zu flache Oberweite und so weiter und so fort, weil sie sich ihre Brüste nicht machen lassen. Also Sophia hat eine komplett normale, wunderschöne Oberweite auf voller Komplimentbasis, komplett ernst gemeint. Aber Digga, die Leute machen halt andere Leute einfach teilweise fürs Äußerliche fertig und das ist eine Schweinerei, wofür du nichts ändern kannst. Kannst du zum Beispiel eine Sache sagen? Wisst ihr, wofür ich mir damals immer was anhören musste teilweise? Das hat mich damals als Teenager ganz schön abgefuckt. Und zwar habe ich kann das jetzt hier auf Twitch nicht zeigen, weil das verboten ist, aber ich habe hier unten auf manchen Fotos und so, ich habe hier quasi einen dritten Nippel, könnte man sagen. Also das schaut nicht aus wie ein Nippel, das schaut eher aus wie ein Muttermal, aber das ist rein, wie sagt man, offiziell gesehen ein dritter Nippel. So, ich glaube, Rihanna hat zum Beispiel auch einen dritten Nippel und mir gibt es so viele so andere Leute, es haben recht viele. Das kommt daher tatsächlich, weil wir halt Säugetiere mäßig, irgendwie so Hunde und so, haben ja auch so eine, nicht nur zwei Nippel, sondern so eine ganze Reihe runter und das kommt einfach von der Evolution. Das hat sich dann damals rumgesprochen. Dann haben Leute mich dann auch zu mir auf den Sack gegangen. So, weißt du, Digga, eigentlich zuerst denkst du dir so, okay, gut, wenn es einer sagt, dann denkst du dir so, juckt dich nicht. Und wenn Leute dir einfach damit immer wieder auf den Sack gehen, denkst du dir, Alter, ich kann es nicht mehr hören, Mann, ich kann es einfach nicht mehr hören. Was soll die Scheiße? Habt ihr nichts Besseres, worüber man reden kann oder was auch immer, Mann? Also das ist schon, und jetzt mit so einer Zahnlücke, was halt so auffällt, ganz ehrlich, Leute dafür so zu beleidigen und so viele Sachen zu schreiben, ist schon einfach nur unter aller Sau. Menschen, so
abwertend von oben herab quasi angesehen werde wie ein Mensch zweiter Klasse. Ich sage euch ehrlich, Freunde, das ist kein schönes Gefühl. Viele von euch haben höchstwahrscheinlich das Video, wo ich erzählt habe, dass sich meine Ex-Freundin nach 5 Jahren Beziehung von mir getrennt hat, wahrscheinlich für einen anderen. Das war mein ehrlichstes Video auf meinem kompletten Kanal. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, bitte einfach mal abchecken. Ich sage euch ehrlich, immer wenn ich darüber rede, darüber denke ich, vergieße einfach Tränen. Das ist mittlerweile 7 oder 8 Monate her. Seitdem ging es für mich nur noch bergab, habe immer mehr an mir selbst gezweifelt und ich bin immer unzufriedener geworden. Bis heute habe ich teilweise immer noch daran zu knabbern. Das hat einfach mein Herz gebumst. Ich bin innerlich wütend, enttäuscht, verletzt, traurig, alles zusammen. Ich könnte manchmal einfach nur heulen und schreien zugleich. Digga, das, was war? Bro, was soll man da sagen, Alter? Seine Ex hat ihn verlassen vor, wie sagt er, 7 Monaten. Und er ist deswegen immer noch so abgefuckt, Mann. Du musst wirklich, oder ihr alle, ey, wenn irgend sowas ist, man muss irgendwann einen fucking Schlussstrich ziehen, Alter. Du kannst dich doch, du machst wie ein Hund, schüttel's ab, schüttel es einfach ab, deine Laster, und zieh das nicht ewig mit dir mit, Mann. Du hast noch das eine Leben, Alter. Sonst. Mein Selbstbewusstsein habe ich auch komplett verloren, habe mich immer unwohler und nicht akzeptiert in der Gesellschaft gefühlt. Tag für Tag habe ich in den Spiegel geschaut und mich gefragt, was ist eigentlich aus mir geworden. Der einst selbstbewusste, positive, fröhliche und starke Nico, der ich ursprünglich mal war, war einfach nicht mehr wiederzuerkennen. Ungefähr vor 3,5 Monaten habe ich Das hört sich ein bisschen so nach Depression an. mich dann entschlossen, aufgrund der kompletten Vergangenheit, die ich durchgemacht habe, meine Zahnlücke schließen zu lassen. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe es nur getan. Zähne ist vielleicht so ein sensibles Thema. Ich fand es nicht so schlimm oder so. Also überhaupt nicht so. Aber ich kann es verstehen, so. Weil ich mir selbst nicht mehr gefallen habe. Das ist nicht der Fall. Natürlich fand ich Krasser Scheiß. sie ehrlich gesagt noch nie zu 100% schön. Sie hat aber eben zu mir gehört und ich habe mich so akzeptiert, wie ich bin. Dennoch habe ich mich verpflichtet gefühlt, das zu tun, um normal angesehen und akzeptiert zu werden. Ich kann das schon. Ich kann mir doch nicht vor. Also ist das jetzt so auf YouTube bezogen? Aber jetzt mal, schon mal angenommen, du reservierst einen Tisch in einem Restaurant. Dich wird doch jetzt niemand schlechter behandeln, weil du eine Zahnlücke hast oder jetzt irgendwie so voll übertrieben, so, dass dein ganzes Leben jetzt anders ist, weil du eine Zahnlücke hast. Oder ist das so eine subjektive Wahrnehmung, dass man. Ja. Natürlich Scheiße erzählen von wegen, ich habe das Ganze nur für mich getan, bla bla bla. Ich bin aber kein Heuchler und ein ehrlicher Mensch. Ich habe auch Probleme und Sorgen, auch wenn man das manchmal nicht denkt. Ich bin eben nur ein Mensch mit Gefühlen wie du und ich. Ich habe sehr viel im Internet recherchiert, wie man. Genau, nur so ein Mensch mit Gefühlen, so wie du. Und der Satz, der macht nicht ganz so viel Sinn. So schnell wie möglich seine. Nico Lifestyle. Wir haben ihn schon lange studiert. Jetzt haben wir seine letzten Videos nicht reingezogen, weil die mir einfach zu lang waren. Aber er ist ein, glaube ich, ein super emotionaler Typ, der so viel Emotionen in sich trägt und deswegen muss er auch sowas immer so verkrampft ein bisschen ablesen, weil er, glaube ich, sonst so gar nicht drüber reden könnte und vollkommen perplex wäre und so gar nicht wüsste, wo er anfangen soll und so weiter und so fort. Und auch mit seiner Freundin, der war ja, er hat dann geweint und so weiter und so fort. Lücke schließen kann. Auf die erste Methode, die ich gestoßen bin, war eine lose Klammer über 8 bis 12 Wochen. Dennoch konnte diese Methode bei mir nicht durchgeführt werden. Keine Ahnung warum. Ich dachte mir einfach nur so bei. Schau mal, Alter, keine Ahnung warum, so wie er, merkt ihr das, wie er den Satz beendet? Ahnung warum. Ich dachte. Digga, man hat das Gefühl, als wäre da ein Schnitt und er hätte angefangen zu weinen. Keine Ahnung warum. Den beschäftigt immer ganz schön was emotional. Dachte mir einfach nur so, bei jedem Schwanz funktioniert das, aber ausgerechnet bei mir nicht. Ich war sehr deprimiert, dennoch habe ich nicht aufgegeben und bin auf den YouTube-Kanal von dem lieben Dr. Stefan Helker gestoßen. Das ist sehr. Das ist übrigens auch so ein Ding, was Menschen, denen schlecht geht oder was man häufig immer denkt, so, das, so wie man ist, die negative Lage, das ist nur bei einem selber so. Bei allen anderen ist es nicht so, es ist nur bei mir so. Nur mir geht es so schlecht und nur ich habe dieses, das und das. Aber Wunder, Wunder, so, es gibt auch 1000 andere Leute, die genau das gleiche Problem haben. Und die finden auch irgendeine Lösung. Also man denkt immer so in seiner eigenen kleinen Bubble. Ich frage mich manchmal, wenn es einem so schlecht geht, relativiert. Also bei mir zum Beispiel, als ich meinen Bandscheibenvorfall hatte vor einem Jahr. Ey, ich wollte, das kann ich eigentlich jetzt irgendwann mal demnächst bald angehen. Das Ziel ist bestimmt ganz vergessen, aus den Augen verloren. 15.000 Kalorien in 24 Stunden verbrennen, Weltrekord aufstellen. Ne? Hab extra zugenommen für die Scheiße. Hab mich darauf vorbereitet. Und dann kommt Bandscheibenvorfall. Und dann war für mich das ganze Ziel quasi, ich wusste, okay, gut, das wird nichts. Und dann ist für mich so eine Welt zusammengebrochen. Real Talk, weil ich aber wusste, okay, gut, ich liege jetzt erstmal flach. Ich kann keine Challenges machen. Ich kann dies und das nicht machen. Ein paar Tage bevor ich den Befund mit dem Bandscheibenvorfall bekommen habe, ist ein Familienmitglied von Sophia, hat quasi Leukämie in. Nicht mal 15 Jahre alt, sowas. Ich glaube zumindest, dass es sowas wie Leukämie ist, ein bisschen komplizierter diagnostiziert bekommen. Und das habe ich mir dann vor Augen geführt und habe ich mir gedacht, so, Digga,
reiß dich mal ein bisschen am Riemen, wirklich. Also worüber du hier gerade heulst, Julian, also nicht, ich habe nicht geheult, aber worüber du gerade den Kopf zerbrichst, das sind fucking Peanuts. Also das ist wirklich ein Scheißwitz. Und das hat das Ganze wirklich mal wieder relativiert. Dann saß ich draußen im Garten mit Gänsehaut und hab dann einfach nur gemerkt, so okay, gut, ich schalte mal einen Gang runter. Es gibt ganz andere Probleme auf der Welt. Verständlich kein Placement und ich kriege hier keinen Cent für. Das entsteht aus freien Stücken. Der Mann hat mir echt einen sympathischen Eindruck gemacht und glücklicherweise hat er seine Zahnarztpraxis bei mir um die Ecke gehabt. Ich habe nicht lang gefackelt und ein Beratungsgespräch gebucht, das selbstverständlich wahrgenommen und mich beraten lassen und für eine Composite-Füllung entschieden. Für Leute, die nicht wissen, was das ist, dort werden die Zähne mit einer Art Füllung umriegelt und einer natürlichen Zahnform angepasst. Ich weiß, Kosten interessieren euch auch. 4 Zähne wurden gemacht. Pro Zahn habe ich 300 Euro bezahlt. Der Eingriff ging insgesamt 1,5 Stunden. Wo ich das Ergebnis das erste Mal gesehen habe, war ich einfach nur baff. Mir kamen wirklich die Tränen. 1,5 Stunden, Alter. Und das schaut schon so anders aus? Ich habe zum Arzt gesagt, ich habe mich noch nie ohne Zahnlücke gesehen. Vielen lieben Dank. Ich bin total glücklich über die Entscheidung. Ey, Bro, Digga, er weint schon wieder fast. Was ist los, Mann? Digga, der Kerl, der tut mir so leid, Mann, der ist ja komplett zerrissen innerlich. Das Ergebnis mich einfach nur geflasht hat. Mir tut es immer wieder gut, über Probleme zu sprechen, das befreit ein Stück mein Herz. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin an meiner Seite und akzeptiert meine Entscheidung. Ich bin dankbar wirklich für alles. Ich liebe euch vom Herzen. Ja, bis zum nächsten Mal. Peace. Aber tut mir wirklich leid, dass ich auch jetzt wieder so verkrampft gewirkt habe. Es sind jetzt ungefähr 5 Minuten vergangen. Digga, der hat schon wieder geweint. Und immer, wenn ich so über emotionale Dinge rede, nachdenke, werde ich einfach traurig. Es tut mir unfassbar leid, dass ich in der letzten Zeit ja so viel rumnörgel und so viel über mein Leid berichte. Ich meine es wirklich nicht böse. Ich möchte euch auch nicht verschrecken damit, aber ihr seid... Redet doch nicht viel über sein Leid. So, Digga, du hast ein Video hochgeladen mit deiner Freundin. So. Es ist nicht so... Also, alles gut. Ich kann nicht mehr reden. Einer der wenigen Dinge, die mir im Leben geblieben sind. Ich weiß nicht, in der letzten Zeit. Das ist einfach alles geisteskrank. Ich schwärfe mich und es geht gefühlt alles schief. Ich weiß nicht, womit ich das verdient habe. Ich hoffe einfach auf gute Zeiten. Ich hoffe, ihr bleibt nach wie vor an meiner Seite. Und verzeiht mir, dass ich teilweise einfach anders wirke als früher. Irgendwann drehe ich noch durch. In dem Sinne... Zum nächsten Mal, Alter, Frische. Okay. Das Ende, das war jetzt echt heftig, Alter. Also, erstmal natürlich, ja, stark, dass er darüber redet, komplett, und auch, dass er das Thema so offen angeht. Also, jeder, der so sich Selbstzweifel hat und wegen seinem Körper, wegen seinem Äußerlichen, sollte einfach zero fucks rausgeben. Jeder von uns, wir haben alle unsere Selbstzweifel. Jeder hat sein Ding und ich glaube, man macht sich seine Selbstzweifel auch. Dementsprechend, selbst wenn du perfekt ausschauen würdest, dann hast du Selbstzweifel, weil deine Augen nicht symmetrisch auseinander sind oder was weiß ich, oder du denkst, okay gut, meine eine Augenbraue wächst dicker als die andere und das triggert mich voll oder was auch immer. Also jeder hat seine Laster zu tragen, Mann. Aber Bro, das Ende macht mir echt Sorgen, Mann. Also ich weiß jetzt nicht, man weiß natürlich überhaupt nicht, was bei Nico Lifestyle so im Privatleben abgeht oder was da ist, was auch immer. Zum Beispiel, bei mir war es damals so, dass als meine Ex mich verlassen hat, der war ich 4,5 Jahre zusammen und bin mit 16 Jahren zusammengekommen und dann hat sie mich verlassen und dass mich so eine Welt zusammengebrochen und zur gleichen Zeit haben meine Eltern sie auch noch getrennt, nach 20 Jahren Ehe. Das war schon eine sehr, sehr, sehr harte, sehr unangenehme Zeit. Wir sind 4 Geschwister und das war nicht schön, man glaubt, also das ist bis heute nicht schön, trust me. Und da ging es mir echt auch dreckig danach, ne? Ich bin so ein tiefes Loch gefallen und war viel feiern, viel getrunken und so. Natürlich auch trainiert. Ich habe meine ganze Zeit, die ich dann für meine Freundin davor hatte, ins Training reingeballert. Ja, wie habe ich mich wiedergefunden? Es war erstmal, würde ich mal sagen, so ein ziemlicher Schock. Die hatte dann auch einen Monat danach eine 9 und das hat mich ein bisschen alles ganz schön abgefuckt zu dem Zeitpunkt. Ich hatte ziemlich viel Wut auch auf sie und generell habe das einfach viel rausgelassen mit Training und Feiern und Alkohol eigentlich und war so komplett aufgedreht. Ich glaube auch, es war so ein bisschen unbewusst, dass ich mir so gedacht habe, okay, gut, vielleicht, wenn ich mich so richtig so komplett kaputt mache und komplett wegballer, vielleicht sieht die das und hat dann so ein bisschen Mitleid. Das war, glaube ich, so unbewusst wahrscheinlich, jetzt im Nachhinein betrachtet. Was natürlich kompletter Schwachsinn ist, weil das Einzige, was sich so eine Person dann eigentlich denkt, ist so, Bruder, zum Glück bin ich weg von dem. Und irgendwann habe ich dann realisiert, okay, gut, so, Digga, ich habe mich richtig scheiße gefühlt und habe gemerkt, okay, gut, jetzt bin ich am tiefsten Punkt, so, meiner Familie, das war noch viel mehr belastend eigentlich. Habe ich mir gedacht, okay, gut, es kann nur noch bergauf gehen. Vielleicht war es auch so ein bisschen Schicksal, aber ich habe genau dann Sophia kennengelernt, als ich das für mich realisiert habe. Es war kurz nach Silvester und dann habe ich Sophia kennengelernt und dann hat sich eigentlich das ziemlich viel gewandelt. Seitdem bin ich mit ihr zusammen. Ich habe dann auch ziemlich schnell mit meiner Ex abgeschlossen, wirklich. Und das sollte Nico Lifestyle auch dringend mal machen. Also ich hoffe mal, dass bei ihm persönlich vielleicht jetzt nicht irgendwie noch irgendwas Krasses ist oder so. Aber Digga, jetzt mal wirklich, also Butter bei den Fische. Das hört sich echt so ein bisschen nach dem
Depression oder irgendwas an. Und wenn das wirklich dein einziges Problem ist, dass deine Zahnlücke und deine Ex, dass das Ding sind, ganz ehrlich, es gibt viel krankere Probleme und das muss man irgendwann mal realisieren und man kann so dankbar sein für alles und er hat sich ja auch seinen Kanal aufgebaut, das ist seine Leidenschaft und alles und er hat da so viel Liebe reingesteckt und macht das seit Jahren und was weiß ich und lässt sich jetzt so quasi voll die Freude an einem nehmen, nur weil seine Ex wahrscheinlich ihn verlassen hat so. Also das ist doch irgendwie echt scheiße, Mann.